Sporting Lissabon hat sich nach dramatischem Spielverlauf zum 17. Mal zum portugiesischen Pokalsieger gekürt. Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Clubs bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Im Endspiel setzte sich der Traditionsclub mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen den Meisterschaftszeiten FC Porto durch, der erst in der 121. Minute zum 2:2 Ausgleich gekommen war und damit den Shootout erzwungen hatte. Dort verschoss der ehemalige Wolfsburger Stürmer Bastos den ersten Sporting-Elfmeter, bevor die beiden Porto-Spieler Pepe und Fernando Andrade ebenfalls vom Punkt scheiterten. Let's block it's why.